Hallo Freunde und willkommen. Heute geht es um unsere Gesundheit auch mal hier. Und zwar, das ist ja bekannt, dass wenn wir am PC bzw. vor dem Bildschirm stundenlang ohne Pause sitzen, manche schaffen es vielleicht auch Tage oder Nächte lang, dass es sehr, sehr belastend ist natürlich, sowohl für unsere Psyche als auch für unseren Körper. Vor allem aber auch für die Augen natürlich sehr, sehr ungesund. Deswegen ja, wird da empfohlen, dringend empfohlen, dass wir regelmäßig Pausen einlegen, da wir da nicht so daran denken. Wir vergessen das immer gerne. Ja. Will ich euch heute ein kleines Programm hier zeigen, das nennt sich Care Your Eyes. Das kann man sich hier aus dem Internet kostenlos herunterladen. Ja. Hier ist die offizielle Webseite hier, ja, Care Your Eyes, was so viel wie Pflege deine Augen vielleicht heißt. Sieht hier so aus, genau, hier ist schon der Download-Button. Ich klicke mal darauf und lade das herunter. Das ist jetzt vielleicht schon durch hier. Ist wie gesagt ein kleines Programm. Ich starte das jetzt mal. Ich schließe mal den Browser hier. Und genau, das ist jetzt hier, ja, die Installation geht sehr schnell hier, die ganz normale Installationsroutine hier von Windows, schon ist durch. Wir haben jetzt hier einen Shortcut, genau, und schon ist das Programm jetzt hier gestartet, sieht hier so aus. Und, okay, wir lassen das jetzt mit dem Neustart. Hier auf der linken Seite haben wir ein sehr übersichtliches Menü. Hier ist der Display, ja, der Bildschirm. Und hier sehen wir schon ein paar Voreinstellungen, ja. Hier ist Normal, hier ist Smart, Office, Nachtmodus, ja, Game-Modus hier, Movie-Modus, Editing und Reading. Hier bei Editing beispielsweise, wir sehen jetzt, die Farben sind jetzt ganz anders. Ja, das, also die Temperatur, die Farbtemperatur und die Konturen hier werden ein bisschen, ja, so verändert, dass das, je nachdem was wir gerade machen sozusagen, ja, für die Augen angenehm ist. Wir können jetzt hier bei Editing Modus beispielsweise, wenn wir jetzt eine Textdatei hier öffnen, meinetwegen nehmen wir das hier, genau, dann sehen wir schon hier, dass der Hintergrund hier beispielsweise schwarz ist und die Schrift weiß, ja, das ist also nicht so hell, nicht so anstrengend für die Augen. Genau, und so weiter. Ja, wir können hier, wenn wir etwas lesen, hier haben wir natürlich, ich mache mal normal, hier haben wir natürlich die Möglichkeit auch, ja, eigene Einstellung hier, ja, more, also heller, more warm, less, weniger warm, also die Farben, ja, das können wir uns auch hier nach Bedarf einstellen, wie wir am angenehmsten finden. Hier haben wir, genau, was ich euch aber eigentlich hier zeigen wollte, der Rest-Timer hier, das ist jetzt ausgeschaltet, ja, und zwar können wir jetzt hier, ist voreingestellt beispielsweise 45 Minuten und eine Pause von 3 Minuten, also es wird auf jeden Fall empfohlen, lieber, es ist besser, so kleinere Pause machen und dafür öfter, also die Regel ist da, glaube ich, so ungefähr Pi mal Daumen, jede Arbeitsstunde 10 Minuten Pause. Ja, wir können das jetzt hier 50 Minuten, also alle 50 Minuten 3 Minuten Pause oder 4, 5, je nachdem. Und genau, wenn wir das jetzt hier einschalten, dann haben wir hier einen Timer und können wir hier immer, ja, Augenwinkel behalten. Wir können das mal, genau, wenn wir die Zeit jetzt hier ändern wollen, ich schalte das jetzt mal aus, mach mal eine Minute und damit wir sehen, was passiert. Also der Rechner wird nicht ausgeschaltet oder neu gestartet. Da wird einfach der Bildschirm gesperrt, kurz, ja, so dass wir daran erinnert werden, eine kleine Pause einzulegen. Wir können jetzt so lange, hier haben wir noch Optionen, hier ein paar Optionen, hier können wir uns Shortcuts, hier Hotkeys erstellen. Hier ist nochmal der Bildschirm. Wenn wir zwei oder drei Bildschirme hier haben, dann werden die hier alle angezeigt. Ja, wir können die Einstellungen auch für einzelne Bildschirme hier
vornehmen. Hier sehen wir bei 30 Sekunden kommt hier die Warnung hier unten. Ja, und der Countdown läuft. Hier haben wir die Möglichkeit, vielleicht wenn wir gerade in einer, ich weiß nicht, mitten in der Runde ist und gerade spannend ist, haben wir die Möglichkeit hier um 3 Minuten, 5 Minuten oder 8 Minuten zu verlängern. Ich lasse das jetzt einfach mal schauen, was passiert, wenn die Zeit um ist. Genau, da wird jetzt der Bildschirm gesperrt. Einfach, und hier läuft die Zeit rückwärts, also die Pausenzeit. Wenn wir jetzt aber einfach weitermachen wollen, was ja nicht Sinn der Sache ist eigentlich, hier Continue Work, einfach weiterarbeiten und schon sind wir hier auf der Arbeitsoberfläche. Hier ist nochmal über das Programm ein bisschen, ja, aktuell die Version 1.1.1.3. Hier haben wir nochmal, ja, die Optionen. Genau, General, okay. Irgendwo. Ja, das ist, irgendwo war hier eine Option. Das nicht, wenn wir Fragen vielleicht haben. Wir können uns hier irgendwie eine Regel stellen, da gab es mal, dass ich jetzt nicht finde. Genau, wenn wir jetzt die Zeit das ausschalten oder die Zeit hier ändern wollen, vielleicht, ja, jede Stunde 10 Minuten Pause vielleicht, müssen wir das erstmal ausschalten, hier einstellen, wieder einschalten und schon läuft die Zeit hier wieder rückwärts. Ja. Tok, tok, tok. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, dass es für euch interessant oder hilfreich war. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.